Warum sollte ich beim Laufen auf eine gute Beckenstabilität achten? Beim Laufen stehst du abwechselnd auf dem linken oder auf dem rechten Bein. Wenn du auf dem linken Bein stehst, ist das rechte Bein in der Luft und das Becken kippt etwas zur Seite des rechten Beins. Und andersrum, wenn du auf dem rechten Bein stehst. Das Becken kippt also immer zur Spielbeinseite. Das ist vollkommen normal. Wenn allerdings die Hüftmuskulatur nicht ausreichend trainiert ist, dann kippt das Becken übermäßig zur Spielbeinseite ab. Und das zieht zahlreiche Probleme nach sich. Durch das Abkippen des Beckens wird die eigentlich hüftstabilisierende Muskulatur überlastet und macht Schmerzen an dieser Stelle. Ein instabiles Becken führt zu einer X-Beinstellung beim Laufen und macht Schmerzen an der Kniegelenksinnenseite. Und die instabile Beinachse führt außerdem zu einer Knickfußstellung, die auch im Sprunggelenksbereich zu Schmerzen führen kann. Und last but not least ist es so, dass das Abkippen des Beckens immer den Körperschwerpunkt mitnimmt und man das Körpergewicht viel stärker auf- und abbewegen muss als bei einem gut stabilisierten Becken. Das macht langsam. Mit diesen drei Übungen kannst du dein Becken beim Laufen optimal stabilisieren. Trainiere die seitliche Hüftmuskulatur mit dem Loopband. In Seitenlage kannst du das ausgestreckte obere Bein gegen den Widerstand des Loopbandes 15 Mal abspreizen. Das machst du für jede Seite, 3 Durchgänge. Stelle dich ohne Hilfsmittel an eine Treppenstufe und hebe und senke das Becken 10 Mal auf und ab. Führe diese Übung für beide Seiten durch und mache insgesamt 3 Durchgänge. Hier noch eine besonders herausfordernde Übung, Hip Airplane. Du stehst auf einem Bein und kippst dein Becken und den Oberkörper auf dem Standbein um etwa 20 bis 30 Grad. Diese Übung wiederholst du auf jeder Seite 10 Mal und machst 3 Durchgänge. Mit diesen Übungen steht dein Becken sicher während der Laufbewegung. So läufst du schneller, leichter, schmerzfrei mit dem Running Dog.